Moin und herzlich willkommen hier zurück in der Werkstatt. Ich habe gerade den Rumpf von außen komplett einmal verschliffen. Alle Drähte und so sind jetzt hier raus. Das heißt, ich habe einmal geguckt, dass keine Holzfasern mehr an den Drahtlöchern herausstehen. Ich habe geguckt, dass die Kanten schon mal so einen ganz leichten groben Schliff haben und auch vorne und hinten einmal ein bisschen auf die Form geguckt. Und jetzt geht es als nächstes daran, dass ich hier diese ganzen feinen Spalte und auch die Löcher von den Drähten ein bisschen zuspachtel. Natürlich wieder mit Epoxidharz, das ich andicke. Und danach geht es dann noch einmal an einen Schliff. Das ist dann der Feinschliff, also auch von den ganzen Kanten. Aber dazu später mehr. Ich habe mir hier jetzt wieder eine Mischung aus Epoxidharz angerührt. Man sieht etwas dünnflüssiger als hier bei den Hohlkehlen. Und damit werde ich jetzt hier diese Kanten und auch ein bisschen die Löcher von den Drähten füllen. Insbesondere auch hier oben und vorne, wo einfach ein bisschen mehr Spalt zwischen den sehr spitz aufeinanderstoßenden Holzplanken besteht. Die Mischung ist dünn genug, um sie relativ gut hier reindrücken zu können. Gleichzeitig läuft sie nicht ab, das ist auch gut. Und ich nutze hier jetzt einen einfachen Spachtel, sowas bekommt man im Baumarkt. Relativ dünn und dadurch flexibel. Kann man also ganz gut hier mitarbeiten. Es kommt hier nicht darauf an, dass es wunderschön aussieht am Ende, sondern es sollen einfach nur die Öffnungen gefüllt werden, weil hier drüber ja später das Glasgewebe kommt und unter dem Glasgewebe möchte ich keine Hohlräume haben. Die Füllstoffe, die ich hier verwendet habe, sind die gleichen wie auch bei den Hohlkehlen, nur dass ich hier auf die Baumwollflocken verzichtet habe. Ich werde die genauen Produkte noch einmal unten in die Beschreibung reinsetzen, dann könnt ihr da nachgucken. Und das Harz ist auch wieder von E&G, HERTA-L mit HERTA GL1 und GL2. Ich habe das hier jetzt relativ langsam härtend zusammengemischt, um einfach genug Zeit zu haben für die vielen Löcher. Der Herbst ist da und mit ihm, naja, Regen und Wind. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem ein bisschen. Und es gibt so Arbeiten, die gehen einfach nur draußen. Das Epoxy, also die verspachtelten Stellen, sind jetzt lange genug ausgehärtet. Und jetzt gehe ich dran und überstreife das noch einmal. Diese Stellen, das ist dort, wo die Schäftung der Planken stattgefunden hat, und da habe ich doch festgestellt, na, so ein ganz bisschen eine Delle war da drin. Die habe ich also auch verspachtelt und hoffe, dass man das später dann nicht mehr sieht. Ja, ich werde das jetzt die große Fläche ganz normal wieder mit dem Elektroschleifer machen und die Kanten von Hand. Und ich spiele jetzt mal ein bisschen Musik rein gegen den Wind. So, der Rumpf ist jetzt einmal mit dem Exzenterschleifer komplett abgeschliffen, die großen Flächen. Ich habe dafür ein 80er Papier genommen, das ging relativ gut. Außerdem habe ich hier den Kielbereich schon leicht gerundet. Und das gleiche muss ich jetzt auch mit den Kimkanten, Backbord und Steuerbord machen. Dort ist jetzt einfach eine relativ scharfe Kante, über die sich das Glasgewebe nicht gut drüber legen würde. Und das mache ich jetzt aber von Hand, weil die Gefahr einfach viel zu groß ist, mit der Maschine zu viel Material wegzunehmen und auch Wellen reinzuschleifen.
Dafür nehme ich auch wieder ein 80er Papier, diesmal aber auf dem Schleifklotz und in der Hand. Nur noch ein bisschen Feinschliff hier am Heck. Aber ich denke, das sieht jetzt soweit gut aus. Jetzt werde ich das Ganze einmal entstauben und dann geht es für die Laminierarbeit nach drinnen, weil hier ist es jetzt einfach zu windig, zu kühl, zu feucht. Das heißt, die Werkstatt ist dann im Wohnzimmer. Das Boot ist jetzt ein bisschen aufgebockt. Ich habe hier mit Vierkantleisten ein bisschen Abstand geschaffen zwischen den Böcken und dem Boot, damit das Gewebe gleich schön runterhängen kann. Und das ist jetzt auch der erste Schritt, dass ich das Gewebe hier drüber ziehe und erstmal trocken drapiere und dann geht's weiter. Als Gewebe verwende ich von R&G ein Glasfasergewebe in Köper Webart 163 Gramm pro Quadratmeter. Das überhängende Gewebe hier unten grob abgeschnitten und versucht, das Gewebe gut zu drapieren auf dem Rumpf. So in dem mittleren Teil ist das überhaupt kein Problem. An Bug und Heck wird es ein bisschen schwierig und man sieht hier, dieser nach innen geneigte Hecksteven macht das Ganze nicht einfacher. Ich werde das jetzt erstmal so laminieren und dann wird das hier später abgeschnitten und hier kommt ein Kielstreifen drüber, so der letzte und der erste Meter ungefähr, knappe Meter des Bootes. Und den werde ich dann hier hochziehen und der schließt das dann hier auch sauber ab. Also, Harz anmischen und dann geht's ans Laminieren. Ich habe mir jetzt das Harz wieder angemischt, ganz normal. Habe das jetzt so eingestellt, dass ich etwa eine Stunde Verarbeitungszeit habe. Hier in dem Becher wird es natürlich ein bisschen warm, da wird es dann weniger. Ich fange jetzt in der Mitte an, das Harz aufzutragen und arbeite mich zu den beiden Enden hin. Die erste Schicht mache ich mit diesem Spachtel oder Rakel, um das Harz wirklich schön eindrücken zu können. Das Gewebe muss komplett getränkt sein, also man sieht das bei dem Glasgewebe gut, dadurch, dass es dann transparent wird. Aber es sollte halt nicht schwimmen unter dem Harz. Also deswegen gut verstreichen das Harz. Wenn es irgendwo sehr, sehr nass aussieht an der Oberfläche, gerade wenn man so ein bisschen gegen das Licht guckt, dann ist zu viel Harz drauf. Es ist zwar nicht dramatisch, bringt aber einfach nur Gewicht ins Laminat. Sind ein bisschen schwierig, das Ganze ohne Tropfen hinzukriegen. Aber genau dafür ist ja die Folie unten drunter. Also von daher schon okay. Aber vielleicht als kleiner Hinweis, Epoxy stinkt zwar kaum oder riecht kaum, trotzdem ist es natürlich nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Also ich achte schon darauf, dass hier vernünftig Luftaustausch ist. Ansonsten müsste man halt mit Maske arbeiten. Hier am Heck und auch vorne am Bug werde ich wieder mit dem Pinsel arbeiten, weil das einfach durch diese eher senkrechten Flächen jetzt mit dem Spachtel zu schwierig ist und auch so diese feinen Stellen sehr gut mit dem Pinsel funktionieren. Der Nachteil beim Pinseln ist halt das etwas langsamere Arbeiten,
und die etwas größere Gefahr, das Laminat zu feucht zu machen. So, es ist geschafft. Eine Lage Gewebe ist komplett auf dem Rumpf drauf. Hinten am Heck und auch vorne am Bug. Das hat relativ gut geklappt. Die Überstände muss ich dann noch abschneiden. Und dann kommt, wie vorhin gesagt, der Kielstreifen noch da drauf. Ich werde das Ganze jetzt so ein paar Stunden antrocknen lassen. Zwischendurch mal fühlen. Wichtig ist, dass die Oberfläche für den nächsten Schritt noch klebrig ist, um dann mit Harz direkt wieder drauf arbeiten zu können. Und dann werde ich nämlich den kompletten Rumpf noch einmal mit einer dünnen Lage Epoxy einrollen, also mit einem Schaumstoffroller, um die Gewebevertiefung ein bisschen zu füllen und ein ganz bisschen Fleisch zu haben, um später schleifen zu können. Ohne es zu filmen, habe ich dann außerdem noch die Kielstreifen an Bug und Heck angebracht. Das ist ein einfacher Glasgewebestreifen, ähnlich wie bei den Hohlkehlen innen. Und der ist drüber gelegt und wieder mit Epoxidharz laminiert worden. Ja, ich bin sehr zufrieden, wie das soweit geklappt hat. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Ciao!